Ich spreche Englisch, Deutsch und ein bisschen Französisch. Wo sprichst du die jeweilige Sprache und mit wem? Ich spreche Deutsch bei der Arbeit und mit einigen Freundinnen von mir. Und ich spreche Englisch zu Hause und ab und zu auch bei der Arbeit oder mit Freunden. Und Französisch spreche ich nur in meinem Kurs bei der Volkshochschule, sonst nirgendwo. Ja, vielleicht ist es praktisch, vielleicht ist es gewünscht, aber auch nicht so praktisch. Vielleicht die Marken sind ein bisschen billiger. Die können auch vielleicht die Mietkosten zahlen. Ich weiß nicht, wie hoch das werde. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Es ist ja auch zum Beispiel ein Kino sehr gewünscht, ein Buch. Aber das haben wir mehrmals gehört, dass es nicht so geschäftlich ist, ein Kino hier zu öffnen, weil der Bedarf nicht groß genug ist, obwohl das gewünscht ist. So, vielleicht in der Richtung etwas. Aber wie gesagt, ich bin da aufgewachsen, meine Familie, ja, wir haben nicht einen besonderen Bezug zu Kanada. Wir sind eine Siedlerfamilie und sind nicht, ja, schämen uns ein bisschen vielleicht auch. Und ja, es ist eine schwierige Beziehung, aber die leben noch da. Und noch eine Schwester wohnt auch da. Wir sind nicht, ich bin also aus einer Migrantenfamilie und wir sind nicht so, wir haben nicht so tiefe Wurzeln geschlagen in Kanada. Und deshalb, ja, zu Toronto habe ich einen Bezug und zu viele Menschen da, aber es ist nicht so, dass ich eine bestimmte Kultur vermisse oder, ja, ich bin mehr an Berlin gebunden, irgendwie als Toronto. Und ja, sonst, vielleicht Kroatien auch, würde ich sagen. Weil meine beste Freundin kroatisch ist und ich habe viele Sommer in Kroatien verbracht. Aber da ist die Verbindung auch zu vielen Menschen. Und das,